Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby 64 The Crystal Shards. Und wir werden jetzt nochmal den Boss versuchen. Ups, sorry, die Maus ist ja im Bild. Oh, wir haben nämlich... Und es spackt wieder rum. Wir haben jetzt wieder Slow Motion. Er macht den Klatscher. Ja, ich habe ihn getroffen. Ja, jetzt geht's wieder. Torpedos! Und wenn ich diesmal den Boss nicht schaffe, dann werde ich meinen Save State wieder laden, den ich auch, den ich zu Beginn gemacht habe, bevor ich das Video angefangen habe aufzunehmen. Klatscherattacke. Und dann werde ich euch wiedersehen, bevor ich die Crystal Shard einsammle. So. Scheiße, das war zu früh. Warum spackt mein PC so rum? Sorry, wenn mein PC so rumspackt jetzt. Ich habe 30 FPS eingestellt, nur was der Kirby machen sollte. Aber dass es rumspackt, zeigt mir wenigstens, dass ich aufgenommen habe. Wie und wie ich aufgenommen habe, okay. Klatscher! Ja. Ja. Okay, ich habe gespeichert. Ja, jetzt geht's wieder perfekt. Wehe, du machst eine Scherenattacke. Nein, es geht wieder nicht perfekt. Autsch. Voll auf deine Fresse, Mann. Ha. Okay, er macht seinen Landeanflug. Ey, der verfolgt mich. Wow. Okay, Schere. 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 Willst du Kirby die Haare schneiden oder was? Da sag ich dir, da wirst du nicht viel Glück haben. Ach fuck. Ich hab mal gespeichert mitten in der Luft. Nein, ich hab doch. Ach Mist. Okay, nochmal. Au. Kirby stirbt noch. Bitte, Kirby stirbt noch nicht. Doch, er stirbt gleich. Komm schon, du scheiß Roboter. Ach, Mist. Boah! Das war mehr als knapp. Komm her. Ha. Hey! Das war unfair wie sonst was. Ja, ja, ja. Ja! Ich hab's geschafft, Leute! Juhu! Und Crystal Shard, yay! Ah, ich hab's geschafft, juhu! Yay! Mein Heimatplanet! Okay, yay! Wir sind alle bereit, dir zu helfen! Na klar! Sehr zu freundlich bin. Au, boing, boing, boing. Warum müssen die immer auf mir rumhacken? Jung. Und weiter geht's zum letzten Planeten, Ripple Star. Oh mein Gott. Also Ripple Star scheint ziemlich bedroht zu sein. Essen. Oh! Schön, da war ein Regenbogen und jetzt ist er wieder da. Juhu. Komm. Und hier kommen Noten raus und... Ich will das... Boah, ey, das war fies. Das war sowas von fies. Boah, das war auch fies. Ist das Ding wieder da? Ja.
Ja. Was bringt das? Oh, cool. Wie? Ha. Voll erwischt. Ja, Blitzableiter. Moment. Ich will Feuer haben. Ich will Feuer. Gib mir Feuer. Okay. Das ging mal gründlich in die Hose. Jetzt ist nämlich Game Over. Nintendo 64. Okay. 63%. Options, Enemy Info Theater. Okay. Moment, Settings kann man auch. Nein, ich mache mal das Display anders. Oh, ich nehme das dritte Display. Das ist schön. Okay, Ripple Star. Los geht's. Ja, das Display ist nämlich das da unten. Da hat man ganz, ganz lustige Designs. Ich habe ja das zweimal gemacht. Und bei Gelegenheit werde ich euch natürlich noch... Nein, 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 nein. Ha, voll erwischt. Ha. Au. Kannst du auch mal sterben, bitte? Danke. So. Nio. Ich hoffe, dass es... Na, so Ripple Star. Ich glaube eher, der Schein trügt. Das sieht cool aus. Kirby macht einen Trance-Tanz. Eine Crystal Shard. Einfach so. Yay, ich habe eine Crystal Shard. Einfach so. Geilo. So, stirb. Du auch. Hm, komisch. Eigentlich müsste das Wasser leiten. Oh, ich habe eine Maxi-Tomate. Und ich bin am Ende des Regenbogens angekommen. Aua, ich wusste es. Ja, Crystal Shard. Okay, das ist wieder die Musik von der ersten Welt. Hier sind nochmal alle Gegner. Ist ja klar, ich glaube, das ist sogar die letzte Welt, stimmt's? Das heißt also, wir kommen schon bald zum Endboss. Also zum Endboss, sofern wir nicht alle Crystal Shards eingesammelt haben. Und davor, vor dem Endboss, habe ich nämlich noch eine Frage an euch, aber die kommt erst später. Stirb erstmal mit meiner neuen Psy-Kraft hier, werde ich dich schnell besiegen. Oh, hier sieht alles so friedlich aus, ey. Bam. Sterne, Sterne. Maxi-Tomate schon wieder. Schon das Level? Ja, ich habe eine Enemy Card erhalten. Ich nenne sie mal Enemy Card. Okay, ich habe 2 von 3 Crystal Shards. Jetzt geht's auch schon ins nächste Level. Okay, hier ist schon längst nicht mehr so freundlich. Oh mein Gott. Hört ihr die Musik? Ich habe davon gehört, von dieser Musik. Die ist, also ich habe mir so eine Top 10 angesehen. The most disturbing themes in games. In non-horror games. Also das heißt so viel wie die verstörendste Musik. Top 10 in anderen Spielen als Horrorspielen. Und die gehört dazu, weil die ist richtig, gruselig, finde ich. Also, oh, da waren Sterne und... Ich habe den Fisch gekillt und da ist was zu essen. Also die Musik ist richtig gruselig. Da merkt man schon, dass was Bedrohliches auf diesem Planeten ist. Ripple Star. Eigentlich müsste Kirby jetzt tot sein, aber egal. Wegen dem Wasser. Wasser leitet Elektrizität. Okay, wo muss ich lang? Hier muss ich lang schwimmen. Essen.
So, Fisch, ich werde dich von deinem Leiden erlösen und erstmal dich töten. Ja, wenn man nämlich all das Fluffige hier wegnimmt, das hat mal einer gesagt, dann ist Kirby ein richtig gruseliges Spiel. Also, verstörendes Spiel. Ich meine, Kirby ist ein Kannibale. Und hier fällt jetzt König DDD herein. Bam, bam, boom. So, Kirby, das habe ich mal für dich gemacht. Miau. Danke, König DDD. Ja, bitte, ne? Eigentlich sind wir totale Feinde und ich wollte eigentlich mit dir ein Wettessen machen, aber das klappt jetzt wohl nicht so richtig. Essen. Ja, Kirby hat Hunger. Hey, da war ein... Da war ein One-Up. Ich möchte das One-Up haben. Wie komme ich da hin? Ja, oh, gruselige Musik, ey. In Kirby. Okay, da muss ich, glaube ich, hoch, um die Maxi-Tomate zu bekommen. Gut. Mann, stirb doch. Okay. Da ist eine Crystal Shard. Ha, ich habe sie gefunden. Aber wer steckt hinter all dem? Wer hat Ripple Star angegriffen? Und ich meine, warum? Ich glaube, das werden wir noch alles herausfinden. Und scheiße, nochmal zurück. Ich will nämlich das One-Up haben und da muss ich jetzt da hoch dafür. Ja, alles klar. Tada! Und schon habe ich das One-Up. Stirb! So. Nochmal ab ins Wasser. La la la. Ich bin nur ein normaler, kleiner, runder Ball. Der rosa Ball muss ich hinzufügen. Der alles frisst und die Fähigkeiten anderer kopieren kann. Das ist Kirby. Oh, was malst du mir? Ja! Moment, ich möchte durch. Warum kann ich da nicht hin? Hallo? Muss ich irgendwas machen? Mann, warum komme ich da jetzt nicht hin? Ach, das ist doch alles blöd. Da komme ich auch nicht durch. Fuck. Naja, ich werde mich ja eh nochmal auf die Suche nach Crystal Shards begeben. Okay, ein Aufzug. Ich speichere mal. 4 Leben, juhu. Juhu, und das da habe ich erhalten. Yes. Und warum ist der immer Reisbällchen? Okay, da habe ich eine bekommen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir mal weitergehen. Also, bis dann. Ciao.